Jetzt nimmt er wieder 4 Minuten maximal auf, eben noch 2. Wer weiß warum. So, genau, wie ich schon sagte, die Box ist immer noch ein eigenständiges Teil. Letztes Mal konnte man, glaube ich, ein Tor mal draus machen oder so. Aber was sehen wir hier? Was ist denn oben? Was ist unten? Man sieht eine Destiny-Karte. Schätze ich mal. Mit. Obwohl, hier ist N7. Hier doch keine Destiny-Karte. Hier einfach so ein Stern-Map. Hier Destiny. Hier Mass Effect. Was ist das da unten? Keine Ahnung. Ja. Also für. Wie viel war das jetzt? Steuern musste ich irgendwie 6,04 € bezahlen. Oder Einführsteuer, keine Ahnung, wie ein Scheiß heißt. Packe ich das mal jetzt wieder zusammen. Und eben halt noch, Versand ist recht teuer. Ich glaube, da gibt es. Es gibt auch eine deutsche Alternative. Ich glaube, die werde ich mal ausprobieren. Aber ich kann ja mal das T-Shirt angezogen mal zeigen. Eben nur pausieren. So, tada! Schnell mal umgezogen. Ja, zum Material. Gut, ist natürlich noch nicht gewaschen. Aber ist halt Baumwolle. Fühlt sich jetzt auch nicht zu dünn an oder so. Ja, hier auch der Pin. Eine nur kleine. Hätte auch gereicht, aber. Ist halt gemütlich zum Zocken, wenn man ein bisschen schlabber Hosen und T-Shirts anhat, ne? Ja. Also, mein Fazit ist geil, aber für mich ein bisschen zu teuer, weil, genau, 31,80, 6,04 €, das sind 37,84. Und dafür ist der Content doch nicht so viel. Ich meine, für Leute, die XCOM mögen oder so, und dann hier so ein Exclusive kriegen, die werden sich wahrscheinlich mega drüber freuen, aber da ich kein XCOM gespielt habe oder so. Aber es sind ja immer wieder andere Themen. Diesmal war anscheinend Space. Ich weiß gar nicht, ob das da drauf steht. Genau, Hashtag Blue Gaming hier. Ich hashtag aber nicht. Ja, irgendwie ein Team drin. Ja, müsste Space sein, ne? Ja. Das war's von dieser Folge. Ich werde mal schauen, ob ich mir mal die deutsche Version davon bestellen muss. Heißt irgendwie Loot-Chest oder so. Oder Loot-Truhe oder irgendwie sowas. Und dann kann ich die mal vergleichen. Weil da habe ich auch nicht einen Stress mit einem Zoll. Kann ich gleich hier abholen. Von meiner Ablagestelle und öffnen. Und ich, ja, 7 Tage, dann muss da hinfahren. Dann muss da stehen, eine halbe Stunde lang. Und dann kommt, ja, kommen Sie her. Macht 6 €. Also, Paket aufgemacht, halbe Stunde gewartet. Dann kam ich dran. Aber da ist echt irgendwie so abgekribbelt. Gekribbelt. Ich weiß nicht, ob das ein Muss ist, ob das so sein soll. Versuchen sauber zu machen, aber will ich nicht. Es bleibt jetzt so. Habe ich einen Stift für den Schreibtisch.